Der 21. September ist der internationale Tag des Friedens, aber er war auch der zweite Jahrestag eines von buddhistischen Mönchen angeführten Aufstandes gegen Burmas Militärjunta. Etwa 200 verbannte Mönche, Nonnen und Dissidenten reisten von Thailands Hauptstadt in die Kreisstadt Mesot in der Nähe der thailändisch-burmesischen Grenze. Sie verlangten die Freilassung der noch mehr als 200 politischen Gefangenen der Militärjunta. Wir wollen Frieden sehen in dieser Welt und in Burma. Besonders in Burma muss die herrschende Junta alle politischen Gefangenen und verhafteten politischen Führer freilassen, damit für die kommende Wahl der Weg geebnet und Frieden geschaffen werden kann. Die sogenannte Safran-Revolution von 2007 war einer der schärfsten in Burmas jüngster Geschichte. Burmas Militärjunta antwortete mit großer Brutalität auf die friedlichen Demonstrationen.